Der Angina pectoris Anfall ist verursacht durch Engstellen im Kranzarteriensystem und dadurch bekommt der Herzmuskel in diesem Areal zu wenig Sauerstoff und zu wenig Energieträger. Der Herzmuskel äußert dies dadurch, dass er Schmerz an die Oberfläche projiziert und somit dem Patienten mitteilt, dass er eben sauerstoffunterversorgt ist. Im Akutfall kann es sogar sein, dass nicht einfach die Engstelle durch eine Minderversorgung den Angina pectoris Anfall auslöst, sondern dass eine sogenannte Plaque, das ist im Gefäßsystem eine Stelle, wo sich Cholesterin angesammelt hat, aufbricht und damit das Gefäß total verschließt. Dieser Anfall ist dann besonders heftig, kann aus der Ruhe heraus passieren und ist in aller Regel auch durch Nitro oder andere Medikamente nicht zum Verschwinden zu bringen. Und dies ist der Notfall, weil man in dieser Situation unbedingt damit rechnen muss, dass der Beginn eines akuten Herzinfarkts im Gange ist. Der Angina pectoris Anfall ist, wie der Name in direkter Übersetzung schon sagt, ein akutes Engegefühl in der Brust. Der Anfall kann in aller Regel nicht als Schmerz irgendwo punktförmig lokalisiert werden, sondern ist in aller Regel ein schwerer, dumpfer Druck oder ein Engegefühl oder ein Brennen hinter dem Brustbein, das sehr häufig in den Unterkiefer aufsteigt, seltener auch in den Oberbauch und manchmal auch in die Arme, bevorzugt in den linken Arm. Er ist häufig verbunden mit Ängsten, im schwersten Fall bis hin zur Todesangst und sehr häufig auch verbunden mit akuter Luftnot. Die Anfallshäufigkeit ist von Patient zu Patient sehr unterschiedlich. Es gibt Patienten, die nur ein, zwei, dreimal pro Woche einen Anfall haben. Es gibt aber auch Patienten, die mehrfach täglich einen Anfall haben. Und damit kann man das nicht im Detail für jeden Patienten vorhersagen. Das Anfallrisiko ist auf jeden Fall erhöht zu Zeiten der Kälte, wenn man in der Kälte draußen arbeitet. Die Anfallshäufigkeit wird auch steigern, wenn der Patient unter Stress ist. Und außerdem kann sich die Anfallshäufigkeit steigern, wenn im Körper selber in der koronaren Herzerkrankung sich etwas verändert hat. Wenn irgendwelche Plaques im Kranzarteriensystem auf einmal aufgebrochen sind, enger werden, das kann zu akuten Anfällen bis hin zum akuten Herzinfarkt führen. Die Angina pectoris Anfälle können Sie dadurch reduzieren, dass Sie ein möglichst stressfreies Umfeld schaffen, dass Sie eine ruhige Atmosphäre schaffen, dass Sie den Patienten nicht mit akuten Anforderungen überhäufen. Sie können als Angehöriger auch die Anfallshäufigkeit reduzieren, indem Sie einen geregelten Tagesablauf für den Patienten in irgendeiner Weise organisieren. Und wenn der Patient selber, und das ist von großer Bedeutsamkeit, auch ein geregeltes körperliches Trainingsprogramm für sich aufstellt und dieses auch sehr konsequent verfolgt. Im akuten Anfall sollten Sie dann einen Arzt rufen, wenn der Angina pectoris Anfall im Vergleich zu den anderen Anfällen bei leichterer Belastung oder aus der Ruhe heraus aufgetreten ist. Wenn er anhält über 15 Minuten oder länger, ohne dass Medikamente wie zum Beispiel Nitro wirken. Wenn der Patient akute Luftnot im Anfall berichtet, der über den Anfall hinaus anhält und vor allem auch, wenn er kurzfristig das Bewusstsein verliert, denn das könnten Hinweise für eine akute, unter Umständen lebensbedrohliche Rhythmusstörung sein. Als Angehöriger können Sie sich am besten für den Anfall vorbereiten, indem Sie hinreichend Wissen über die Krankheit Ihres Angehörigen, Ihres Partners sich aneignen. Denn durch das Wissen über die koronare Herzerkrankung können Sie besser einschätzen, ob der aktuelle Stand seiner Symptome den Verlauf über Wochen oder Monate widerspiegelt oder ob sich irgendetwas akut zum Schlechteren geändert hat, woraus Sie Konsequenzen ziehen müssten.
Wichtig ist einfach hinreichend Wissen über die Erkrankung, die zu Angina pectoris führt. Einen Erste-Hilfe-Kurs sollten Sie unter allen Umständen absolvieren, denn wenn es im Rahmen des Angina pectoris-Anfalles wirklich zu einer lebensbedrohlichen Rhythmusstörung kommt, sollten Sie wirklich kompetent darin sein, wie Sie die Reanimation durchführen, und das können Sie am ehesten in Erste-Hilfe-Kursen sich als Wissen aneignen. Im Fall eines schwereren Angina pectoris-Anfalls ist für den Patienten am allerwichtigsten eine ruhige Atmosphäre. Das heißt, am besten können Sie ihn unterstützen, indem Sie selber Ruhe bewahren und diese Ruhe und ruhige Atmosphäre auch für Ihren an Angina pectoris leidenden Angehörigen übertragen.